Hallo liebe Eisenbahnfreunde, langsam setzt sich das Frühjahr durch und passend zur Jahreszeit werden wir mal nach draußen gehen und einen Abstecher in den Südwesten Europas nach Portugal bzw. dort in die Hauptstadt nach Lissabon machen, wo es auch heute noch historische Schätzchen auf zwei Schienen zu bewundern gibt. Lissabon liegt als Hauptstadt und damit größte Stadt Portugals an einer Bucht der Flussmündung des Tejo im äußersten Südwesten Europas an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel. Von Phöniziern gegründet, erhielt sie schon zu Zeiten Julius Caesars Stadtrecht. Zwischenzeitlich unter maurischer Herrschaft wurde sie innerhalb des Zweiten Kreuzzuges wieder portugiesisch und ist seit 1256 Hauptstadt des Königreichs Portugal. Um 1500 erlebte Lissabon dank seiner Schifffahrer und Entdecker einen brillanten Aufstieg zu einer der glanzvollsten Handels- und Hafenstädte der damaligen Zeit. Das 1960 errichtete Denkmal der Entdecker, auf dem 33 wichtige Persönlichkeiten aus jener Zeit wie Heinrich der Seefahrer zu sehen sind, erinnert an diese Epoche des Aufbruchs. Am Fuß dieses Denkmals befindet sich eine überdimensionale Windrose, ein Geschenk der Republik Südafrika, in deren Zentrum eine Weltkarte mit den Routen der portugiesischen Entdecker zu sehen ist. Vom Denkmal aus sieht man dann auf die historische Hafeneinfahrt Lissabons, dem Torre de Belém, der zur Glanzzeit des portugiesischen Seeimperiums als Leuchtturm die Handelsschiffe begrüßte. Bis ins 19. Jahrhundert diente er als Gefängnis und Waffenlager, bevor er 1983 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt wurde. Im benachbarten Mosteiro dos Jerónimos finden wir weitere Spuren der Kolonialgeschichte Portugals. Zentraler Punkt ist die Kirche Santa Maria, an die westlich das Dormatorium und nördlich der Kreuzgang, das Refektorium und der Kapitelsaal angrenzen. Von 1501 bis 1601 im manuelinischen Stil, einer Form des portugiesischen Spätbarock, erbaut, beherbergt es heute hinter seiner 300 Meter langen reich verzierten Kalksteinfassade das Marinemuseum und das Archäologische Museum, was auch in den Skulpturen des doppelstöckigen Kreuzganges sichtbar wird. Gleich am Eingang befinden sich dann die Grabmäler von solch berühmten Persönlichkeiten wie dem Entdecker Vasco da Gama oder von Luís de Camões. Darüber hinaus ist es die Grablege verschiedener portugiesischer Könige. Erkunden lässt sich das alles sehr gut über die seit 1876 laufende Straßenbahn, der Carris. Das einzige noch im Betrieb befindliche Depot Santo Amaro zeigt anschaulich das Auf und Ab der verschiedenen Epochen, die vor über 140 Jahren mit einer Pferdebahn begannen. Das Depot ist aber gleichzeitig auch Hauptwerkstatt und Museum, wo zwischen 1924 und 1940 bzw. zwischen 1947 und 1964 in erster Linie zweiachsige Fahrzeuge umgebaut und modernisiert wurden. Musik.
Nicht, dass Sie denken, wir seien hier auf Abwegen unterwegs. Uns interessieren nach wie vor die Straßenbahnen Lissabons, deren touristische Bedeutung gerade in den letzten Jahren von der Stadt und der Carris erkannt und genutzt werden. In der historischen Alfama, die im Gegensatz zur Innenstadt Lissabons bei Allerheiligen 1755 vom großen Erdbeben weitestgehend verschont blieb, gibt es noch die engen und verwinkelten Gassen, wo dann die Remo Dolados die einzigen Fahrzeuge sind, die mit Radien von 9 Metern und Steigungen bis zu 14,5% klarkommen, was sie neben der Cable Car in San Francisco zu der Straßenbahn mit den steilsten Streckenabschnitten im Additionsbetrieb macht. Momentan versehen neben modernen Niederflurtriebwagen in erster Linie die sogenannten Remo Dolados als modernisierte Altbautriebwagen mit aktueller Technik, wie zum Beispiel einer Rekuperationsbremse, ihren Dienst als touristische Attraktion, auf 900 mm Spurweite ihren Dienst. Bei Stilllegungswellen in den 60er und 70er bzw. in den 90er Jahren wurden zahlreiche Fahrzeuge ausgemustert und teilweise auch ins Ausland verkauft, wo sie auf Mallorca, in Wales oder in Kanada als historische Bahnen unterwegs sind. Eine weitere Besonderheit stellt das Oberleitungssystem dar, hier mit Rollen wie beim klassischen O-Bus-Betrieb, da für die Schleifstromabnehmer das Lichtraummaß in den engen Gassen nicht ausreichen würde. Dort würden ansonsten Hauswände, geöffnete Fenster, Erker, Balkone oder Straßenlaternen in das Lichtraumprofil der Einholmstromabnehmer reichen, was bei 600 Volt Gleichstrom sicherlich nicht ungefährlich wäre. Bei diesen beengten Straßenverhältnissen ist es natürlich schwierig, sogar für den Individualverkehr, der auch noch durch die Altstadt will. Insofern sind knapp 28 Euro für eine Wochenkarte für das gesamte Netz der Carris da sicher eine sinnvolle Ausgabe, zumal die Fahrzeuge über ein Audiosystem verfügen und man auf diese Weise noch zu einer stressfreien Stadtrundfahrt kommt. Bei diesen engen Verkehrsverhältnissen heißt es dann sicher auch für die Fußgänger mal Bauch einziehen. Hat man nun mit der Linie 28E diese berühmte Engstelle mit der Doppelweiche passiert, kommt man zu einem der interessanten touristischen Besuchspunkte, der Kathedralsee Patriarcal. Der Bau der Hauptkirche Lissabons und Kathedrale des Patriarchats wurde 1147 begonnen und gilt somit als die älteste Kirche der Stadt. Bekannt durch die beiden Orgeln, insbesondere der Evangelienorgel und dem im 18. Jahrhundert eingefügten Rosettenfenster auf der Westseite, ist die Kirche aktueller Bischofssitz von Manuel Clemente, dem aktuellen Patriarchen. Im Kreuzgang befinden sich eine archäologische Ausstellung, die antike Gebäudereste zeigt, sowie ein Eisengitter im Stil der Romanik. Ebenfalls anerkannt als historisches Baudenkmal mitten in der Stadt hat der 1890 eröffnete Bahnhof Rossio allerdings seine ursprüngliche Funktion als Hauptbahnhof an den Bahnhof Lissabon Oriente verloren. Für Verkehrsplaner war und ist Lissabon seit jeher ein schwieriges Pflaster. Die unebene Topographie der Stadt auf 7 Hügeln macht eine direkte Verbindung unmöglich. Hohe Hügel und tiefe Taleinschnitte, die höchste Erhebung in der Stadt beträgt 226 Meter, kennzeichnen die geografische Lage Lissabons. Dies stellte die Verkehrstechniker vor große Aufgaben und brachte interessante technische Lösungen zutage.
Eine davon ist der Fahrstuhl Elevator de Santa Justa, ein Personenaufzug, der im Stadtzentrum von Lissabon den Stadtteil Baixa und den höher gelegenen Stadtteil Chiado verbindet. Eine andere technisch interessante Lösung zur Überwindung dieser extremen Höhenunterschiede stellen die Kabelstraßenbahnen dar. Drei sind in Betrieb. Zum einen Ascensor do Lavra, die 1884 eröffnet wurde, 182 Meter lang ist, eine Höhendifferenz von 43 Metern bei einer Steigung von maximal 25% überwindet. Die zweite ist die Ascensor da Gloria, die 1885 eröffnet wurde, 265 Meter lang ist und eine Höhendifferenz von 48 Metern bei 18% Steigung überwindet. Die dritte im Bunde ist die Ascensor da Pica, die 1892 eröffnet wurde, 260 Meter lang ist und bei einer Steigung von 19,1% 45 Meter Höhe überwindet. Diese technischen Denkmäler werden wie das übrige Straßenbahnnetz auf 900 mm Spurweite mit 600 Volt Gleichstrom betrieben. Im Gegensatz zu anderen Kabelbahnen wie der Cable Car in San Francisco sind die Seile fest mit den Fahrzeugen paarweise verbunden und somit fahren sie halt im Adhäsionsbetrieb. Um zum Beispiel auch den Wartungsaufwand so gering wie möglich zu halten, wurde bei der Streckenführung auf Weichen verzichtet und stattdessen eine Gleisverschlingung eingebaut. Angekommen befindet man sich dann im Miradouro de São Pedro de Alcântara, einem Garten mit einem Panoramaausblick auf die Stadtmitte Lissabons und dem Castelo de São Jorge, einer Festungsanlage mit integrierter Burgruine, die ursprünglich von Mauren erbaut, jahrelang als Königsburg genutzt und beim großen Erdbeben von 1755 zerstört wurde. Ich hoffe, dieser kleine Abstecher auf die Iberische Halbinsel hat Ihnen gefallen. Und ja, beim nächsten Mal sind wir auch wieder in einem Straßenbahndepot, bleiben aber in heimischen Gefilden. An historischer Stätte hat die Gruppe Spur 1 des Modellbahnvereins Friedrich List in Leipzig zusammen mit den Freunden in Schkeuditz groß aufgebaut, wo sie dann am 1. Mai-Wochenende ganz herzlich eingeladen sind.